Leute, willkommen zurück zu Tales of Systeria, unsere kleine, ja, Road, die Sidequest fertig zu bekommen. Oder zumindest die, die wir aktuell noch haben und die wir machen können, weil alle werde ich sicher wahrscheinlich nicht machen und auch gar nicht machen können. Wahrscheinlich habe ich schon so viele übersehen und deswegen machen wir jetzt erstmal die ich habe und dann halt noch den DLC, dass wir das alles schnell durchbekommen. Lucia. Ja, Lucia könnten wir eigentlich mal hin, genau. Da wollte Sorry noch mal hin und da sollten wir auch immer noch was finden. Deswegen denke ich mal, fangen wir gleich mit Lucia an. Okay. Na gut, da ist auch gleich was markiert. Waren wir jetzt hier eigentlich schon für einen Endkampf hin, aber naja, gut. Müssen wir jetzt nochmal hin? Für ein Sidequest, irgendwie auch strange. Und ich sollte wohl nochmal im Haus vom Opa schauen, dass da wohl doch irgendwas ist für die eine Turtles-Quest, die ich nicht gesehen habe, da. It was a big world out there after all. But don't you think it's still too early to say that? What do you mean? We've been journeying a long time now. That's true. But remember, we still haven't seen the fire-spewing mountains mentioned in the Celestial Record. Or the land of ice that's up in the north. And I'm sure there's even more to the world than that. Even more problems. You're right, of course. But problems? We can handle them. I don't even know how to respond to that. Huh? Didn't you have something you wanted to say? Did I? I forget. Well, that's convenient. You're not much for conversation anyway. Harsh, dude. I'll tell you if I remember. For real? For real. Das war schon. Hat Reifenmassaker gelernt. Bitte was? Reifenmassaker? Wahrscheinlich ein neues Artis, oder? Ja, ein mystisches Artis. Okay, hatten wir ja mit Leila im letzten Part auch schon eins bekommen. Jo, das war jetzt kurz und knapp, würde ich mal sagen, ne? Opa! Ja, da waren wir, aber Opa ist da ja gar nicht. Opa ist ja gerade noch bei Hellwolf. Und eigentlich sind wir ja auch schon mit dem Spiel durch. Das heißt, lieber Soray, so leid es mir tut, aber da war nichts mit Feuer, Speinen, Bergen und Land des Eises. Vielleicht kommt ja doch noch ein zweiter Teil irgendwann von Systeria. Who knows? Ich meine, das Ende war ja eigentlich... Jo, naja. Die Bosheit oder Dunkelheit ist weg. Soray ist wieder da. Miglio sah aus wie... Naja, lassen wir das. Aber vielleicht... Vielleicht... Gibt es doch noch was, was die zwei dann machen müssen? Who knows? Man weiß es ja nicht, ne? Könnte sein, könnte sein. So, jetzt gehe ich mal zum Oberhaus, ob ich da jetzt was finde. Also angezeigt wurde mir nichts zum Untersuchen, deswegen finde ich das sehr strange. Ich hatte ja, wie gesagt, für die Cats oder Turtles Quest gedacht, da kriegen wir was von Opa, aber wir haben jetzt ja rausgefunden, Opa ist ja, ne? Abgekatzt, Ich habe gesagt, ich soll halt alles nochmal untersuchen. Naja, aber mit euch habe ich doch schon geredet, oder? Bitte geht's Opa. Ja, ja, Opa, ja, Opa. Opas Brief, oh. Soray, isn't that... I, Zenris, shall record the truth regarding the birth of the human Soray and the Seraph Miglio here in writing. That's Gramps' handwriting. Both Soray and Miglio... are survivors of Camlot, the origin village where the Age of Chaos unfolded. Miglio's mother is Muse, the younger sister of the late Shepherd, Michael. Soray's mother is Selene, a citizen of Camlot. I have been entrusted to the care of both of them by Muse, who managed to escape from Camlot. I closed off Elysia with my domain, and decided to raise both of them in an isolated place, separate from the outside world. As long as I live, I swear to protect these young babes as part of our family.
It's the same memory that Maven showed me. Yeah. So that would make it right after Mount Tellus became a Hellion. Lila, isn't that around the same time that you first met Zenris? I see. So that would mean Gramps told her of the incident in Camlann and the start of the Age of Chaos. And so she earned the power to purify through the Oath and waited until the Shepherd appeared. I didn't know of their names back then. Is there anything else mentioned in there, Saray? I pray that these children, burdened with the tribulations of the era, shall still live in peace. But if... Saray? But if these children should challenge their fate and desire to create a new world, then may they receive the blessings of both humans and seraphim alike, so that their will for a new future may be fulfilled. So Gramps knew all along. He did. Er wusste es. Dass wir zu Hütte und Nebenherrscher werden. Das ist aber alles trotzdem ein bisschen blöd. Ich meine, viel Neues haben wir jetzt nicht rausgefunden. Das haben wir ja schon längst rausgefunden. Wer die Eltern waren und dass die aus Camlann stammten, ne? Ach, Obi, Obi. Obi, dann ist er auch noch tot. Obi. Blöd, hält das. Ah, jetzt haben wir auch die Pfeife wieder. Oh, das ist so fies. Wir haben ihn im Endeffekt umgebracht. Ja, deswegen den blöden Helldorth. Spät wiederzukommen? Ja, ja, ja. Aber ich glaube, das hatten wir doch schon, oder? Vor dem Endkampf. Hier komme ich auch nicht hoch, ne? Naja, wissen wir. Ich klicke die jetzt einfach nochmal an, aber wie gesagt, das hatten wir ja, meine ich, schon. Bevor wir zum Endbosskampf gegangen sind. Da habe ich mich ja hier überall gut umgehört, ne? Ja, 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 ihr wusstet das alle, ne? Und ihr habt nichts gesagt, ihr Schwachmaten. Naja, gut. Lässt sich jetzt auch nicht mehr ändern. Ich meine, die beiden sind ja immerhin ganz gut hier zusammen aufgewachsen, das muss man ja sagen. Der Opi hat sich ja sehr gut um die zwei gekümmert. Nur die waren halt für Größeres vorher bestimmt und haben ihr Schicksal dann wirklich herausgefordert, anstatt hier ewig zu bleiben. So. Yep, okay. Hatte ich doch gedacht. Die Pfeife reicht also dafür. Dann gehen wir nochmal. Ist eigentlich egal. Ja. Bringen wir die nochmal zu der Katze. Ups. Ich muss auch nochmal schauen, wie wir das mit den ganzen Skits machen. Ich habe ja noch, wie gesagt, die ganzen DLC-Skits, aber ob wir die jetzt wirklich alle durchmachen, ich weiß es nicht. Mal schauen, wie lange wir überhaupt noch brauchen für die Sidequests, die ich jetzt noch habe. Das weiß ich jetzt ja auch nicht so. Und der DLC weiß ich auch nicht, wie lange der ist. Wahrscheinlich ein paar Stündchen schon noch? Keine Ahnung. Vielleicht so 2, 3. Schauen wir dann mal. Mitza, ich hab was. So, do you have proof of anything like that? Meow. Look what the cat's dragged in. This is Sir Zenris's pipe. A friend of his is a friend of ours. Yay. We welcome you to Cat's Corner. What? What? Ich will die Kiste. Oh Gott. Lass uns hier diesen Tunnel aufspüren. Ach, das habe ich ganz vergessen. Er sollte in Cat's Corner sein, oder? Willst du gern zurückgehen? Nein. Ich habe keine Worte. Es ist egal, ob man uns sehen kann. Die Menschen sehen nur, was sie sehen wollen. Okay, ich kann nicht hin, sorry. Wenn man es objektiv betrachtet, sind im Grunde sowieso alle gleich. Seraphim-Menschen und sogar Helions. Miau.
So süß. Katz Connor ist ein Ort, an dem alle das tun können, was sie wollen. Es gibt nur eine Regel. Stecke deine feuchte kleine Nase nicht in die Angelegenheit an Mann. Miau. Doch ich glaube, dasselbe kann man auch über die Welt der Menschen sagen. Au. Dort können sich die Leute auch alle möglichen Verrücktheiten erlauben. Oh Gott, das ist einfach so sick. Du musst schon weit hinkommen, miau. Das hier ist das Gasthaus Kiyoch. Ja, ist ein ganz anderer Ort. Miau. Ich kann gerade nicht, sorry. Es ist schön. Was? Okay, nehme ich das nochmal. Die anderen beiden hebe ich mir dann kurz auf. Bis nach dem nächsten Fight vielleicht, wenn hier einer ist. Weiß ich nicht. Ich dachte, wir kriegen nochmal Skits. Gar nichts gerade. Echt? Die sind so süß. Dieses Dorf gibt es schon seit der Ära der Götter, miau. Auf eine Art ist es die älteste aller Ruinen. Martellus war sogar einmal vor 1000 Jahren da, um sie sich anzusehen. Cool. Ah, je länger ich auf meinen Schwanz starre, desto mehr grübel ich über die Mysterien der Nahrungskette nach. Miau. Sagt sowas von fucking durch. Kann ich hier was kaufen? Gummi, sehr Gummi. Oh, mein Lehrer. Alter, ernsthaft? Der Preis. Der Preis. Ihr seid doch bescheuert. Wer soll ich denn das alles leisten können? Na gut. Ja, ich hab nix. Ich bin voll pleite gerade. Ich will hier ein bisschen sparen. Oh, das nehme ich mit. Hallo, Mia. Als junge Katze bin ich als Mitglied der Katzendeckerbrigade durch die Welt gereist und habe Schätze gesammelt. Miau. Nein, mir wäre es lieber, wenn du nicht Plünder nennen würdest, wenn es dir nichts ausmacht. Ah, da ist das Turtle-Ding. Ja, Moment. Das ist irgendwie so knupsig. So süß. Was bin ich? Diese Frage stelle ich mir seit tausenden von Jahren und endlich habe ich die Antwort gefunden. Ich will jeden Abend eine Schale Thunfisch essen. Das ist meine wahre Identität. Warum sind wir hier? Meine Freunde sind in die Welt hinausgezogen, um die Antwort darauf zu finden. Ich schaue stattdessen in mich selbst hinein, um zu erkunden, ja. In diesem einen berühmten Katztext heißt es, der Strom des Flusses fließt ewig, doch sein Wasser ist nie dasselbe. Wenn das Wasser die Menschen und der Strom die Geschichte ist, ist der Fluss das menschliche Leben. Verstanden? Ja. Oh Gott, was ist mit euch allen los hier? Oh, Tigerscheißen-Fuchsschwänze. Wow! That foxtail is huge! Oh, we should harvest a couple pounds of it. It looks quite tasty. Ew, not sure about that. No, no. Just brown it and add water, oil, maybe some red wine. Simmer over low heat. Lila? Add in some, what is it? Onions, carrots, tomatoes, potatoes. Cover it, let it sit for 3 hours. Yes, we get it. Foxtail soup. Like oxtail soup. Are you quite satisfied? Yes. Thank you very much. Honestly, how can someone like you even be Prime Lord? You have to be cunning, like a foxtail. I'll kick your foxtail. Seems like Lila's the fox and we're the hen house. Well, you can't blame the fox. Not when it's handed such a tasty meal. Hey, ich würde es nicht essen. Nur Katzen und Katzen verstehen die Freunde, wenn jemand so mit einem spielt. No. Komm mal hier. Die sorglosen Gespräche deiner Kätzchentage weißt du erst zu schätzen, wenn du älter geworden bist, ja? Aber das heute wird dir schnell zum Gestern. Selbst unser Gespräch, jetzt kannst du im Schatz von Miaugen werden. Ah, okay, hier können wir nochmal. Oder fehlt mir was? Warum fehlen mir welche? Auf jeden Fall gibt es ein paar. Aber wir haben tatsächlich ein paar vergessen. Das ist voll fies. Oder nicht gefunden. Aber ist ja cool, was es gibt. Was ist das? Ups, Film. Ah, bei jugendlichen Verfehlungen ist vielleicht etwas schnurrisch angebracht. Ah, hier können wir nochmal... Wieso fehlt mir da was? Was fehlt mir denn da? Ach, vielleicht was aus dem DLC, oder? Sonst wüsste ich das nicht. Was ist das denn?
Ist das süß. Oh Gott, ist das süß. Die Katzenpyjamas ist ein Ort für Erwachsene, die zwischen echten und unverbindlichen Beziehungen unterscheiden können und die Kontakte knüpfen und eine super Zeit haben wollen. Deshalb haben Kätzchen unter 2000 Jahren leider keinen Zutritt. Bitte? Ist das hier ein Katzenpuff? Die haben doch jetzt wohl keinen Katzenpuff hier angelegt. Oh, das bringt Erinnerungen zurück. Xenos ist total unterhaltsam. Er würde die ganze Stadt ordentlich bespaßen. Ja, ein Katzenpuff. Regen und Sturm, die er manchmal im trockenen Rausch heraufbeschwor. Ruiniert mein Fell immer ein wenig, aber ich habe so herrliche Erinnerungen an diese Zeit. Ich wünschte, er würde bald wieder zu uns kommen, ja? Das wird nicht passieren. Das ist so sick. Turtles in the house. Toida. What's this song? Everyone loves them turtles. It's called the Hymn of Turtles. It's an old family song, a real blast from the past. It's a song supposed to turn away folks you ain't long in the sea. But it looks like it did the opposite. So, you've made it in, huh? Like they say, you gotta be like the turtles. At ease in your own shells. Then you've done well. Enough talks. Atone for your betrayal of the Turtles Clan! I see you have a similar combat grip. You and I are definitely turtles. But ability-wise, I got all the strength! Diese unpassenden Stimmen dabei. Ha! You can't beat me with that sorts of level! You can't stop my ambitions, nor the tragedy of the clan! Our shells is an armor. It reacts and grows with our desires and willpower. But why are we turtles still so slow? Answer me! I failed my mission. I can't watch anymore. Yeah. Ja klar, mischt euch da einfach. Ach du Scheiße. Einfach rein. An. Ich bin zertötet, das kostet. Ich weiß gar nicht, worum es hier geht. Warum muss man mich immer anrufen, wenn ich aufnehme? You're gonna fight him, Saray? I can't just leave him alone. Hey, your accents! Ich fang mal auch schon so an. McBoy's not doing it. Why not join us? Yeah, I think he's not. Boah, das sind echt viele Viecher, ne? Tower Mass Breakdown! First! Ocean Cleanse! Now you can't push yourself up. Ah, verdammt. Irgendwie wird es auch gar nicht weniger groß. Drag you down. Maelstrom! Why, you! Let's take them all down! Come? Yeah, I got you! Infinity Arrow! Tail Flicker! Break on the arrow! Three become one! Run! Trinity Arrow! Now you will get out! Redestruction! Why, you! Now you Blue Flurry! Break down! Break on through! Come on, become one! Ihr müsst euch mal ganz kurz heilen. Yes! Blue Flurry! Drag you down! Maelstrom! Break on through! Three become one! Take that! Trinity Arrow! Ouch! Vision Bang! Sleeping Dragon! Ocean Flash! Now's my chance! Nah! Ich wollte nicht das Abo. Drag you down! Den muss ich nochmal machen. Au, geh weg. Na klar. Das ist gleich tot.
This is my final fury! Natürlich. Natürlich, übertreib doch. Oh, das geht ja wenigstens mit Edna besser. Lass das doch mal machen. You're pretty much screwed. Gross! Embarrassing. Feed it! Purify the earth! What? Unleash your hidden power! Rose, get charged! Just one shot! Ah, es gibt's doch nicht. Warum ist denn das Viech so schwer? Warum ist der so schwer? Sorry. Dirty dancing. Be gone. Earthfall. Light the way. Forgive me. Warum? Ich komme gar nicht mehr dazu, was zu machen. Why you? Embarrassing. Take that. Just one. It won't end here. Back off. Oh, jetzt mal. Jetzt mal. Ich wollte doch mal. Resilient aim. Now you've done it. Yeah. Ready? Fluent surge. Sword break. Charge. Focus your efforts. Amp-break. Take that. All your protection. Lion's howl. How's this? Heal my now you've done it. Heal enough. Let's wounds. Take them all heal down. Fluent surge. No escape. How's this? Why you? Mach mich grad sauer, kleiner Mann. Sorry, mich grad so. Ich bin nicht. Versuch mich ein bisschen zu. Das gibt's doch nicht. Wie oft kann der denn noch machen hier? This is my final fury! Heal my ailment! Why you... Take... Take that! Sorry! Ha! Lord of Water! Fluent surge! Please, Thunder! Edna, be careful! Take that! Simulant! Why you... I will hold back! Ihr seht doch, ich komme gar nicht zum Angreifen. Be gone! Earthborn! Strong as the earth! Behold, great ruin! Just one shot! Smash! Hat jetzt auch viel gemacht. Spirit cleansing! I won't hold back! Goddamn! That did it, Edna! Offer your protection! Heal my ailment! Earthborn! Heal your power! Be gone! There. Why you? Strike them malevolent! Charge! That won't light the way! Crystal tower! Eat this! Now won't light the way! Crystal tower! Eat this! Wow, ihr habt kleine, miese... Now you've done it! Kleine, miese Turtles. Take that! Eat this! Now you've done it! Eat this! Now you've done it! Feast of water! Now! It's time! Howling blade! Full tempest! The power of water! Ich krieg ihn einfach nicht tot. Madam. Take that! This doesn't look great! Ja, natürlich, ne? Das ist wieder so typisch. Der ist fast tot und er macht das. Fick dich doch, ehrlich.
Das ist so typisch Tales of Boss. Ernsthaft. Am Anfang so easy, ne? Gerade noch zu schaffen und dann auf einmal mir one-shottet. Vor allem, ich hab schon gesagt, ich hab gesagt, er soll mich heilen, also Trank des Lebens benutzen. Warum er es nicht gemacht hat, frag mich nicht. Hey, your accent! You too. McBoy's not doing it. Why not join us? Yeah, can you keep up? Come, Divine Wings! Ist mir egal. Machen wir es halt auf einfach. Mittlerweile ist mir so egal. Ich meine, ich bin schon fast Level 90, ne? Kann ja nicht sein, dass der schwerer zu besiegen ist als der Endboss. Why you go? Here goes Carolyn Shark! Bird! Destruction! Deep! Here goes! Caught my path! You can't be finished! Pilot projection! Why you don't push yourself by it! Red! Fear my wings! Wind blitz! Dragon blitz! Come forward! Burn away! Tower of blood! Ihr könntet auch mal Mystische Arte benutzen, ich wollte es mal sagen. Warum macht der so viel Schaden? Ich weiß nicht, warum so ein kleines Dreck sich so viel Schaden machen kann. Ein extra Boss, ja, ein extra Boss. Ich glaube, ich kann nur einmal mystische Arte machen, oder? Dass ich dann auch nicht die SH behalten darf. This is for you, Rose. Hudson Ewing! Blade Bang! Grimmy and Howl! Bilk Sedan! Wind Blitz! Dragon Blitz! Come forward! Gale Phantom! Rage Destruction! Deep Dragon Blitz! Dark Star! Strike together! Fear my wings! Dragon Blitz! Virulent Shard! Yeah, it's so fierce. Wind Blitz! Here goes! Virulent Shard! Oh, ich kann doch nochmal aufnehmen. Ich dachte, ich kann nur einmal mit dem Schaden. Silphistia! Strike! Here goes! Just one shot! Now you've done it! Gigaton smash! Cry out! Take this! Red! Virulent Shard! Wind Blitz! Dragon Blitz! Hudson Ewing! Red! Fear my wings! Gigaton smash! Not this time! Dragon Blitz! Dark Star! Wind Blitz! Dragon Blitz! Fear my wings! Earthshaker! Strike! Caught my path! Crystal Tower! Wind Blitz! Here goes! Virulent Shard! Rockstellar! Brother Protection! Here goes! Dark Star! Earthpaw! Wind Blitz! Here goes! Fear my wings! Captain Ewing! Red! Violent projection! Dragon Blitz! Fear my wings! Someone throwing slime! Ember! Torrent Spear! Virulent Shard! I'm taking guys! Now you've got it! Torrent Spear! Fear my wings! Be gone! Red! Virulent Shard! Not this time! Dragon Blitz! Virulent Shard! Eat this! Ha! Be gone! Echo Shot! Not this time! Oh god. Here goes Dark Star! Shake him up! Here goes Virulent Shard! Now you're going to die!
Jetzt sterb doch endlich. Jetzt sterb doch endlich. Oh Gott, Halleluja. Es ist das Mini-Tür. So strong. What a tough guy. It all ends here. Wait! Please, you mustn't fight amongst each other. Wait, did he really do something that bad? He... this guy... he stole the monies we reserved for the seniors' vacation fund! Was? Em? Seniors are mad that their spa vacations got cancelled! They told me not to come back until I bring them the culprit! Now pay us back, you soft-shelled coward, before we sell yous to a restaurant! Too bad. I used up all your monies already. You can make turtle soup out of me for all I care! Wait a meowman! Dark Turtles has been working hard to earn money for us cats, meow. He's donated all his money to our village, meow. Thanks to him, we are able to maintain Cat's Corner. Dark Turtles, did you really? Why didn't you say so? There's no way I could. And so I can't believe a turtles like me ended up falling in love with such a simple village. You're such a numbshell. Takes one to know one. I'm glad, meow. Now he can come back to the shop, meow. Shop? Oh yeah, the local hip club in Cat's Corner, the Cat's Pajamas. It's a place where you can forget about your worries in life and eat, drink, and be meowy. Dark Turtles is a valued patron who brings expensive bottles of milk for us every time he visits. Hey, suckers! You can leave the bill for yesterday's bottles to Turtles here. Hey! Why you? What's the cat's pajamas? Tell us, McLeo. Poof. Don't ask me. Time to do some field work. No! You'll become malevolent! I guess nothing got resolved after all. But nothing really happened either. Das kannst du doch nicht. Das kannst du doch nicht mehr ernst nehmen. Oh, ist das schön. Ja, bitte was? Ja. Komm ich jetzt auch rein? Ich möchte hier auch rein. Ich darf hier nicht. Oh nein. Ich will da auch rein. Voll fies. Die dürfen Spaß haben, aber ich nicht. Komm ich da hin? Ups. Heute wieder der Titelkampf der Sardinenliga der Pfoten- und Klammboxmeisterschaft da. Wer zuerst jammert, wird ungehämmert. Ja. Ach, schön. Okay. Ja, das Dorf ist auch niedlich, ne? Kann man nicht vielleicht so ernst nehmen, aber es ist niedlich. So. Nampfen wir uns noch mal ein bisschen durch. Let's play a little word-linking game to strengthen our bonds of friendship before the final battle. That's pretty sudden. All right, we're gonna go clockwise, starting from me. Here we go. Darn, I can't think of anything else that starts with an L. Even Mikleo's out of the game now. Well, Edna's out since she got bored of it quickly, so it's all between Lila and Zavid now. Ben, lose Rav Roulet. Wait, that counts? Yacht. Table. Emblem. He's trying to make her say Maltellus. Lime. Ear. Rabbit. Teacher. Rock. Ketchup. Pendulum. What an intense match! This is the power of a seraphim who has lived for a long time. A long time, huh? Sehr seriös wieder die Gruppe, ne? Irgendwie habe ich das Gefühl, die hätten da was rausgekattet. Vielleicht, weil es sonst nicht gepasst hätte oder so? Keine Ahnung.
Makrelenhecht im Salzmantel. Rom. Oh, es gibt nicht immer ein Skit dafür. Voll fies. Aber wollte ich die Sachen noch endlich mal durch hier haben. Na gut. Kartoffelsalat. Oh, nom nom nom. Gibt aber auch nichts. Na gut, dann nicht. Dann schmoll ich jetzt mit euch so. Dann hau ich jetzt wieder ab von eurem blöden Katzkorner. Nein, eigentlich ist er voll süß, aber egal. So, ich muss wieder weg. Yep. Dankeschön. Komm wieder an, ja. Diese Musik, ey. Oh Gott. Oh Gott. Schön. Wo könnten wir noch hin? Sergei und Edna. Ich weiß nicht, müssen wir gegen Ednas Bruder dann kämpfen? Ich bin mir gar nicht so sicher. Weil er hat ja nur gesagt, ich weiß, was wir gegen Edna übernehmen. Keine Ahnung. Ey, wenn ich diesen doofen Turtles da schon nicht besiege, kriege ich Ednas Bruder wohl auch nicht klein, wa? I think that went pretty well. Also, wir müssen ja mal realistisch bleiben, ne? Ich glaube, dann gehen wir nochmal nach Sergei gucken. Was Alicia macht, haben wir ja schon gesehen. Okay. Ups. Wo waren Sergei nochmal? Pendrago wahrscheinlich, ne? Oder das überall eins von beiden. Mist, das weiß ich jetzt nicht. Rose, wo ist der Olle denn? Sagt sie nicht. Ha, dann vielleicht doch eher ein Lastenball. Habe ich hier noch irgendwas? Ist der reizende Mensch doch gleich, weißt du, bei den Ruinen mit den selbstgeschriebenen Gedichten. Ach ja, Maven, sie wird die schöne Entdecke abholt, den der Ruin genannt. Ja, das kennen wir ja schon, da waren wir schon. Doch in Lastenbell vielleicht? Ich weiß nicht, der rennt hier immer hin und her, der gute Olle. Wie heißt er denn? Sergei. Hier wird mir auch nichts angezeigt. Hä? Sergei wird schaffen. Ja, wo ist er denn? Er ist gut. Ja, aber wenn du dir Sorgen machst, können wir ihn jetzt den Hintertreten eben auch mal sagen. Ja, aber wo ist er denn? Das letzte Mal war er ja in Lastenbell. Aber. Hier wird mir halt auch nichts angezeigt, ne? Oder er ist doch in Pendrago irgendwo. Oder er ist ganz woanders, wo ich keine Ahnung habe. Dann haben wir Pech. Ich weiß echt nicht, wo der ist. Gucken wir mal bei den Rittern da hinten nach. Sonst keine Ahnung. Keine Ahnung, wo der olle Typi sein kann. Schon wieder. Ah, vielleicht doch hier. I guess something like this is right. Da ist er ja, Jus, Sergei. Was geht? Sergei, how did the negotiations with Highland go? His Majesty and the King of Highland agreed to make peace with each other. But the process is proving quite difficult. Even though the King agreed to it? It's a mere formality. The Conservatives are steadfastly refusing to give up their conditions. And the Progressives use this opportunity to build political power. We have allies and enemies on both sides of the fence. Things are indeed in disarray. Man, just hearing about it wears me out. Yeah, sounds pretty tough. Never. It's nothing compared to what Soray and his lady have endured. Just warte. FYI, I'm not Denkst actually du immer his... noch, dass wir verheiratet sind? Oh, M'lady, God. It is very fortunate to have someone by your side when the road ahead is rife with danger. Aber ich stehe It's doch common for men focused on their intentions to not realize how fortunate they are.
Please, look after him. Was okay. Right. Leave it to me. Please, forgive me. I'm sure I didn't need to tell you. Ah, it's time for the next meeting. Please excuse me. Sergei. Don't worry. Alicia. I won't budge. For all those who have paved the way for us. Okay, ciao. Aber du solltest trotzdem wissen, dass wir beide nicht zusammen sind. Ich würde niemals mit Rose in die Kiste steigen. Ich bin auch nicht lebensmüde. Gotteszorn erlernt und Entenschwanzfrisur? Bitte was? Stand da gerade wirklich Entenschwanzfrisur? Jetzt muss ich hier doch mal gucken. Ah, warte, das ist aber schon hier, oder? Nee. Entenschwanzfrisur. Da, Entenschwanzfrisur. Alter, sieht aus, als ob ihn da vorne jemand raufgekackt hat. ja, nein, das lasse ich. Und ein Artes haben wir gelernt. War das ein neues mystisches Art, oder? Oh, tatsächlich. Gotteszorn. Okay, und wie kann ich auswählen, welches ich benutzen möchte? Ach, wenn ich 5 SA oder mehr habe. Uff, okay. Gut, Edna weiß ich auch nicht. Verbrecherkindern. Falke Wienhang. Oh Gott, wo war der denn nochmal? Der Falke Wienhang. Ich schau mal. Ja, mit Edna weiß ich nicht, ob ich da... Da muss ich wahrscheinlich auch nochmal zu dem Berg zurück. Ich denke mal, er möchte, dass wir den Drachen herausfordern. Würde ich mal meinen, dass er so lebensmüde ist. Ich bin mir nicht ganz sicher. Apropos... Wieso drücke ich immer das Falsche? Nix Vernünftiges. Ah, ungelöste Missverständnis abgerecht. It still seems like you haven't quite told Sergei the truth, have you? Yeah, kind of. I guess I don't want to disappoint him. Yeah, me neither. Maybe for Sergei, people like you and Rose are symbolic of the very world he wants to protect. Maybe he's reflecting upon the loss of his family through them. We are deceiving him, but let's keep it on the down low for a bit longer. Yes, I agree. Maybe you guys should make it a reality instead. In your dreams? Danke. See? What a cute couple. Anyway, let's do what we have to do. And then... A day will come when we can tell him the truth. For sure. Spätestens, wenn sich endlich mal mit... Ach, das weiß ich immer noch nicht. Mit Alicia hier, ne? Ihr wisst schon, Knickknack und so. Ja. Dann brauchen wir Rose nämlich nicht mehr. So, ja. Ich würde mal sagen, wir fangen einfach mal... Ich denke mal, wir können die einfach mal belang anfangen. Hier, Plauderei! Die Stärke der Ritterin, als Sarah zum letzten Kampf ausbricht, macht Alicia sich daran, den Frieden zwischen den beiden Ländern wiederherzustellen. Machen wir. Jop. There. Alicia! That should do it. Alicia! I never thought I'd see the day, but here we are. The Council's on its way to inspect Lastenbell and Marland. The final stage of the peace process. An end to war between Highland and Rolands. Leider hat man da ja auch nicht viel erfahren jetzt am Ende. Bin ja auf den DLC gespannt. Perhaps it is time I began acting more like a lady. Why, hello. Please come in and make yourself at home. Oh Gott. Like that maybe? I'll be right out. Just one moment. Saray and the others open the door. Now it's our job to step through it. All right. Here we go. Ach, the inspection team is scheduled to arrive at 2 o'clock.
Please arrange for one last sweep to make sure we haven't missed anything. Ich mag Alicia immer noch so viel mehr als Rose. Und ich finde... Ich will nicht wieder mit anfangen, ich weiß. Aber ganz ehrlich, am Anfang, also die erste Hälfte des Spiels, ich fand das so süß, wie Zoe und Alicia immer zueinander waren und so knuffig und da waren so ein paar süße Szenen zwischen den beiden und dann wird sie einfach rausgeschmissen und am Ende hat man gar nichts groß von ihr mehr erfahren, was jetzt mit ihr passiert ist, oder überhaupt mit Highland und Roland, mein Gott, mir fällt es gerade nicht ein. Wie gesagt, das Ende an sich war halt sehr, sehr knapp, ne? Aber ich bin mal gespannt, vielleicht kommt ja noch ein bisschen was bei raus im DLC, ne? Ist ja Alicia's Story. Dass ich schon ewig in Story verliebt war und auf ewig auf ihn warten wird. Bitte? Ja, genau so, finde ich. So, das hatten wir. Neues von Sisteria Layla. Layla, ja. Layla liest eine Zeile eines Romans vor, aber irgendwas mit ihr stimmt nicht. Was könnte es sein? Spielen wir alles nur einmal ab. Nicht alles jetzt, aber. Can you shut up for once? I said silence, you fool. What's the matter now? Edna's mumbling to herself. It's really annoying. She ain't talking to herself. She's talking to me. Dazzle, you're so mean. How dare you make a girl cry like that? It goes against the laws of the guild. You don't deserve to call yourself a swordsman. Girls are delicate creatures. Dazzle's nothing but a big jerk. What on earth is going on with these screwballs? Dazzle, what's wrong? Everybody's completely wigged out. Oh, I let them read some adventure stories yesterday. That's all it took? Ugh, kids these days. Can't tell fantasy from reality. Wait, so did Rose? I won't let that slide, Dazzle. Yep, figures. I expected better of you. Do you really think you can overcome the trial and save all of humanity with an attitude like that? Hell if I know! You're the ones trying to mess with me! I didn't do anything wrong! The sad sack role sure suits you, Dazzle. Hey, cheer up. Let's go mack on some hotties. Well, you haven't changed at least. Yeah. Nah, I'm pretty far gone myself. Hey, you listening? Wanna see me grow my wings out? It would be just lovely if you all ignored me a little bit less. Das ist so bescheuert. Ja, nee, ich dachte, die machen wir halt auch nochmal zwischendurch, für die vielleicht auch die extra Skits nicht haben, ne? Ich finde das so, oh, Liebesbote. Oh. Guck mal noch an, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Wie gesagt, dann machen wir das, teilen wir uns das jetzt in den nächsten Parts auf, ne? Dass wir uns hier mal alle eingeguckt haben. Look, the land below has some of the same plants that grow in Alicia. You're right. Gramps' blessing surrounds and protects Alicia. But I guess the two lands are still connected. Yeah. Maybe plant life from the land below has gotten carried by the wind all the way to Alicia. But seeds aren't the only thing the wind carries, boys. Uh-oh. What are we in for now? Nothing good, I'd imagine. Now don't be like that. This is a highly relevant topic for youths on the cusp of manhood. The wind can bring many beguiling pleasures your way. A letter, a melody, even the heady perfume of love. So if anything like that ever crops up, old Savita's here to be your guide. Lieber nicht. It's true that sometimes things like that come up, but you'd kind of be the last person we'd ever tell about it. What? But I'm your greatest ally, your most tireless accomplice. You just want an excuse to pry into our affairs. Ganz ehrlich, also Savita würde ich das auch nicht anvertrauen. Dieser perverse Typ, dem würde ich überhaupt nicht trauen. Rose hat Langeweile. Jetzt könnte keine Macht auf Erden sie mehr aufhalten, okay. Gah, knock it off. Come on, do it. What on earth? Was treibt ihr da? Asked Mikleo to show me his forehead and he got all flustered. Why would I even do that? And why here? Wuschig ist why er. Now? Why would you even resist? Must mean it's a real good one. This is the dumbest thing I've ever seen. Dazzle, you know, I've never seen your forehead either. What does that have to do with anything? Show me! Show me! Get away from me! I think Rose's marbles may be thoroughly misplaced at this point. Well, I, for one, am entertained.
How about you, Saray? You gonna step in? Maybe we've done enough exploring for now. Ganz ehrlich, das zeigt uns doch mal wieder, wie bescheuert Rose einfach ist. Ihr wollt ja alle gar nicht auf mich hören, aber das ist halt so. Wo ist das? Hier noch was frechere Rose. Ist ja nichts Neues, dass sie frech ist, ne? Hiya! Yeah. Fuck. What the heck, Rose? Don't tug on my cloak like that. Aw, it was just... You know, it flutters around. I couldn't not grab it. Try to control yourself. What? What are you looking at now? Well, you know how the pattern on your cloak looks like buttons and stuff? So I was thinking, does something come out if you push them? What? Yeah, suppose not. Rose, this ruin exploration is boring you, isn't it? Don't worry, I got your back. I'm with you to the end. I notice you didn't answer the question. Okay, ich weiß auch nicht, zu welcher Zeit jetzt die ganzen Skits spielen, weil es ist ja ganz komisch. Es ist teilweise Zavit dabei und Dazzle dann aber auch noch und keine Ahnung. Ich denke mal, es sind halt einfach extra Bonus-Sachen. Versteht ihr? Gut, eins schauen wir uns dann noch an und beenden mal den Part. Wir sind nämlich schon bei 51 Minuten. Und dann gucken wir im nächsten Part am Ende auch noch mal ein paar an, würde ich sagen, ne? Aglosasurai. Yep. The way that Saray instinctively trusts people speaks well for him, but it's not good to be too trusting. Oh, so you think someone ought to tell him all the uncomfortable and unpleasant truths of the adult world, huh? No problemo. Zavita is on the case. That's entirely not what I said. Ah, come on. You realize it won't be all rainbows and moonbeams if he carries that same pure heart into adulthood, don't you? Well, that's why we're here, right? To watch over Saray and keep him on the path of virtue. Huh. You're not his best childhood friend for nothing, I see. But what'll Saray do if you stray from the path of virtue? Like that would ever happen. If nothing else, Saray would never allow it. Ja, aber wenn dann ein paar Jahrhunderte schläft... I'm just saying the truth. This is how you treat me? Wenn Herr Saray erstmal ein paar Jährchen pennt, Jahrhunderte, ich glaube, dann ist Miglio viel schneller erwachsen als er. Ich meine, wenn die Jahrhunderte getrennt waren, also nicht, immer, nicht nur bei Miglio, auch die anderen, also Edna, Layla, Savit, ich denke mal, die werden noch alle leben. Aber wenn, wie gesagt, Saray nach ein paar Jahrhunderten ankommt, der hat ja dann so viel verpasst und die sind alle so erwachsen geworden. Das stelle ich mir sehr interessant und strange vor. Also da könnten sie eigentlich nochmal Thesis Syria 2 machen. Oder halt ein kleines extra DLC nochmal. Ich meine, Alicia kriegt auch ein DLC. Warum kriegt hier Saray Returns kein DLC? Okay, das war's jetzt aber auch erstmal mit dem Part. Wie gesagt, im nächsten Part gucken wir nochmal die anderen Plaudereien ein bisschen an. Und, ja, schauen nochmal, was wir hiervon noch machen können, ne? Alles, wie gesagt, nicht. Auch die ganzen Extra-Bosse, ich hab die ja gesehen, so wie ich gerade schon gefailt bin. Aber ein bisschen wollte ich euch halt noch zeigen vom Spiel. Und, ja, wer es 100% haben möchte, spielt selber. Ich werde es 100%, wenn überhaupt, auch privat machen. Also einmal werde ich sicher nochmal durchspielen, um halt auch noch ein paar Sachen, die ich verpasst habe, zu machen, ne? Aber alles im Let's Play mache ich ja normalerweise eh nicht für 100%. Ist immer schwer, wenn man es blind spielt und deswegen geht das bei mir halt auch gar nicht. Wenn ich was blind spiele oder Let's Play, dann kann ich es halt einfach nicht 100% machen, weil ich kann ja nicht wahrsagen, ne? Leider. Wäre cool, aber geht nicht.